noch das, das ist das große Einkaufszentrum, wenn ich mich nicht irre. Finde, was du brauchst im Celadon Einkaufszentrum. So. Das ist der Itemkäufer hier oben. Hallo, möchtest du irgendwas verkaufen? Wir nehmen folgendes. Berries. Wovon habe ich denn so viele, die ich nie benutze? Da kann ich mal bequem nicht reingucken. Komm zurück, wenn du dich an die Lipperberries. Genau. Möchtest du irgendwas an uns verkaufen? Berries. Mehr. Lipperberries. Ich werde Lipperberries für 20 das Stück kaufen. Wie viel möchtest du verkaufen? Alle. 84.000. Yes. Dankeschön und einen schönen Tag. So, wir gehen mal hier hoch. Hier gab es auf jeden Fall auch Attacken und sowas. Hallo. Welchen Katalog von Items möchtest du dir anschauen? Pokeballs, Potion, Aiming Cures. Was sind denn Sandys? Achso. Hallo, was möchtest du dir anschauen? Pokeballs? Ich hab nur einen normalen Pokéball. Hallo, möchtest du dir anschauen? Potions? Ich brauche aktuell keine Potions. Attacken hast du noch nicht, das ist voll doof. Komm hierher für eine Sekunde. Ich habe da drüben ein paar Pokebälle mitgehen lassen. Aber ich muss sie verstecken. Wie wäre es? 50 Pokebälle für 9000? Aber ich nehme nichts davon zurück. Denk dran, ich habe dich davon gewarnt. Nee, ich brauche keine 50 Pokebälle. Aber sag sie nicht weiter, ja? Ja, mach ich nicht. Du bist ein blöder Claudi, aber naja. Tutor-Counter, das ist jetzt hier TM oder was? Ach, ich bin so gelangweilt, ich sitze den ganzen Tag hier hinter dem Tresen. Hey, möchtest du ein bisschen Spaß haben? Möchtest du Konter lernen für 5000? Konter ist eine Attacke vom Typ Kampf. Wenn der zuletzt vor Einsatz von Konter dem Anwender zugefügte Schaden größer als 0 ist, und durch eine physische Attacke zugefügt wurde, fügt Konter dem verursacht doppelt so viel Schaden zu. Konter schlägt fehl, wenn der Anwender von keiner physischen Attacke getroffen wird. Konter ist zwar eine Kampfattacke, dies ändert sich jedoch nichts am Schaden, den die Attacke verursacht. Ja, okay. Nee. Klingt eine dumme Attacke, muss ich ehrlich mal so sagen. Moment mal, hier waren noch die Leute, mit denen ich noch nicht geredet habe. Wer sind hier noch so am Rumchillen? Hallo! Welche Themen interessieren dich? Damage, also Schaden aus Time-Terms. Mega Punch. Ah, hier kriege ich Mega Punch, ja. Wie übersetzt man Razor Wind? Rasierwind? Rasierklingenwind? Das sind zwei Runden-Attacke, die das gegnerische Pokémon in der zweiten Runde trifft. Mega Kick. Body Slam. Der Nutzer wirft sich mit dem kompletten Gewicht auf das Pokémon. Kann Paralyse verursachen. Takedown. Submission. Der Nutzer greift das Pokémon und springt damit ohne Rücksicht auf den Boden. Das verletzt auch den Nutzer. Okay. Aufler. Das ist Sternschauer. Drachenklaue. Drachenklaue klingt cool. Psychoshock, du hast mir den Ort zeigen. Das ist Attack, das Physical Damage. Mhm. Männer, ich brauche eigentlich nicht so viel Psycho mehr. Ich überlege, ob ich Razor Wind mitnehme, um eine bessere also Flugattacke zu haben. Tatsächlich. Ja, irgendwie nicht. Was hast du noch für TMs? Andere TMs. Achso, das ist weg. Thunderwave. Achso, das ist. Ja, okay. Brüller.
Ace und 5 Tons Damage oder Pokémon except the Ice Type. Okay. Eissturm ist das hier. Sonntag, Taunt, Verspotten, Regentanz, Sandsturm, Rock Smash. Dann kaufe ich mal eins. Ja. Was macht das normalerweise? Greife mit einem Schlag an. Das reduziert die Verteidigung. Okay. Will-O-Wisp. Okay, das ist hier verbrennen. Okay. Du bist auch wieder Team Rocket oder was? Hä? Mehr sagst du nicht als, hä? Ich würde aber tatsächlich Rock Smash einem meiner Pokémon beibringen. Ups. Falsch. Da. Seismic Toss, Rock Smash. Ich glaube nur, wer es gerade lernen kann. Kannst du es lernen? Ja, du kannst Rock Smash lernen, ist klar. Da fliegt Toxic Spike raus. Gutes und mein Bibotok Rock Smash lernen kann. Hello! Schau dich einfach um. Wir haben hier alle möglichen Evolutionssteine, die man so finden kann. Manche davon sind die einzige Möglichkeit, Pokémon zu entwickeln. Feuerstein. Davon hätte ich gern einen. Davon habe ich schon einen, oder? Feuerstein. Da habe ich schon zwei von. Wasserstein habe ich auch noch keinen. Und davon auch nicht. So. Immer schön auf Vorrat kaufen, ja. Wo bin ich jetzt hier? Welche Abteilung? Hallo! Was kann ich dir heute verkaufen? Diese Vitamine sind auf molekularer Basis darauf ausgerichtet, die Pokémon jetzt im Kampf zu verbessern. Stringer Pokémon Consume raises the HP of a single Pokémon. Das hier kann die HP erhöhen. Krass. Attackenangriff erhöhen. Ich vermute mal, damit kann man sogar die IV dann erhöhen. Ich habe was ich tauschen möchte. Schau mal. Ich habe ein Magby. Ist das nicht das Baby-Pokémon? Zum Magma. Ah ne, Magby, was ist das denn für ein Vieh? Ja, das fällt mir zu nie ein. Ich mach's mal an. Das Vieh ist Magby. Was zur Hölle? Nee, da hätte ich lieber mit Magma. Okay, dann nicht. Jetzt bin ich ganz oben. Oh, das ist ein Dieb. Pokémon Trainer George. Ich glaube, das haben wir mit dem Dieb. Psst, komm her. Möchtest du ein bisschen Geschäfte machen? Ich kann dir TM96 Dieb für nur 7500 verkaufen. Du musst nur drei Items finden. Eine Goldkette, ein Rezeptbuch und ein Portemonnaie. Ich klaue sie alle und dann gib sie mir. Nee, ich fühle mich nicht gerade, das würde ich hier stehen wollen. Ja, okay. Dann habe ich wohl mit der falschen Person geredet. Pokémon Neuling. Hallo, Mr. Mann, Sir. Ich bin durstig, aber mein großer Bruder ist gemein und gibt mir kein Geld für die Automaten. Ich würde ein was zu trinken gegen eine TM tauschen. Hast du irgendwas für mich? Ich habe nichts. Ich muss noch was kaufen. Welches Item möchten Sie kaufen? Ich kaufe mal Lemonade. Wie viel macht die? 70. Uiuiui, gib mir mal ein paar. Ja, komm mal davon ein paar. So.
Ich möchte tauschen. Hab ich das Lemonade gekauft? Verdammt. Ich bin zu dumm. Was war das? Lemonade, genau. Das war das teuerste. Immer das teuerste geben. Hier, Lemonade. Dankeschön. Hier sind ihre die Rest-TM. Dankeschön. Soda Pop. Dankeschön. Hier ist Schlitten-Klitter. Okay. Ich kaufe nochmal ein frisches Wasser und gebe das hier auch noch. Huch. Ich würde tauschen, ja, hier frisches Wasser. Dankeschön, Sie netter Herr. Hier ist Schwertertanz. Okay. Psst. Meine kleine Schwester ist so unreif. Die tauscht TMs gegen Getränke. So. Wir gehen mal runter. Tschüss. So, jetzt sind wir hier im Department Store Owner. Du hast auch keinen Namen. Was machst du? Du kannst hier viele Items kaufen. Ups. Ja, das stimmt. Hallo da. Ich hoffe, Sie haben eine gute Zeit, hier in meinem Laden einzukaufen. Willkommen zu Teladon Department Laden. Keine Ahnung, Verkaufsladen, Allzweckladen, Supermarkt. Supermarkt. Kommt vielleicht ein bisschen. Kannst du. Spürst du den Nebel, der von dem kleinen See vor dem Haus des alten Manns kommt? Was ist denn hier mit euch kaputt? Entschuldigung, aber diese Straße ist gefährlich. Geh bitte zurück. Okay, ich muss jetzt also wirklich erst die Dings besiegen. War ich schon drin? Ja, war ich. So, die Stadt haben wir jetzt durch. Ich muss also wirklich die Arena besiegen. Die Pflanzen Arena. Gucken wir mal, ob wir hier besser. Ist hier wohl besser. Muss ich jetzt, glaube ich, ein Pokémon abfahren. Um das zu fangen. Zerschneider? Ist noch okay. Das wird halt wehtun, ist fuck. Zerschneider nochmal. Was ein bisschen niedriger ist. Aua. Das stirbt jetzt. Können wir das einsetzen? Superball! Ich will meinen Vulpix haben! Sehr schön. Ich hab Vulpix, muss ich nur Vulpix trainieren gehen. Ich glaube, nach rechts gehen ist in dem Fall einfacher. Fällt mir gerade so ein. Vulpix ist wirklich. Vor allem die Weiterentwicklung finde ich halt so hübsch designt. Ich mag den neuen Schwänzigen. Und dann kommt Vulpix dazu. Muss ich Vulpix halt nur noch trainieren. Speed ist aber super low. Generell ist das. Warte mal. Das sind 49. 51, 61. Oh, was soll's. Ich hab einen Vulpix. So, was kannst denn schon? Payback. Der Nutzer speichert Kraft, wenn er angreift. Wenn der Nutzer nach dem Ziel dran ist, ist die Angriffskraft doppelt so hoch. Okay. Feuerrad. Okay.
Das Ziel wird in einem feurigen Strudel gefangen, das 4 bis 5 Runden anhält. Konfu-Strahlen und hier mein Ruckzuck-Hieb wieder. Ich brauche mal vorannehmen, weil Feuerattacke. Und ich würde wahrscheinlich so lassen ungefähr. So. Ich danke wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, bis bald. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend.